Ich habe mit keiner Blumenscheibe Geld verdient. Wenn ich die Kosten und die Einnahmen rechne, mit keiner Scheibe was verdient. Es war immer ein Zuschussgeschäft. Ne? Also so gesehen etwas ein totales Desaster. Ne? Finanziell oder wirtschaftlich. Ja. Aber ich sehe das für mich überhaupt nicht so. Mhm. Weil ich hab mich nie irgendwie da groß verbiegen müssen. Ich hab da, wenn ich einen Kompromiss eingegangen bin, habe ich es immer vertreten können. Ich habe das, also mein Ding durchgezogen. Und das soll auch weiter so bleiben. Und wenn ich das schaffe, dann ist es für mich erfolgreich. Das ist für mich okay. Eigentlich ist es sehr einfach und sehr direkt. Und es ist positiv. Und das muss ich für mich wieder zulassen. Das war halt früher bei Blunoise, ne? Dieser Idealismus war irgendwie positiv und war offen. Ja? Aber natürlich auch angreifbar, aber war halt offen. Und das ist immer Schritt für Schritt. Immer mehr Mauern und so negative Vibrations, das ist eigentlich scheiße. Es muss alles wieder viel offener und positiver werden. Da arbeite ich gerade Musik in einer Zeit, wo große Langeweile geherrscht hat. Großes Aufatmen, dass endlich jemand Mut gehabt hat, wieder auf 10 zu drehen oder auf 11 und sich nicht drum geschert hat, ja, was an Hörgewohnheiten so da gewesen ist im großen Rock-Kontext. Also Mut zum ganz lauten, ganz leisen, zu Kontrasten und zu einem einfach eigenen Sound. Ja, was mir am besten gefällt, eigentlich ein roter Faden trotz allem. Also eine Sache, die viele unterschiedlich klingende Bands verbunden hat. Du konntest was wiedererkennen, auch wenn du im ersten Moment vielleicht nicht genau gewusst hast, was, aber es hat dich angesprochen, obwohl es vielleicht aus unterschiedlichen Richtungen gekommen ist. Wenn du Blackmail nimmst mit mehr melodiösen Anteil, Ulme mit totalem Black Sabbath Amok und auch durchaus abseitige Nummern dann wie Slowly We Bleed oder auch Nikoffin, mehr in eine experimentelle Richtung gehen, effektbeladene Sachen und trotz alter Produktionstechnik keine Angst vor Elektronika und Effekten gehabt haben, Effekte nicht in dem Sinne einzusetzen, um was weicher zu machen und schöner in Anführungszeichen, sondern deutlicher und radikaler Gefühle auszudrücken. Plug it in. Wie ist Blunoise angefangen? Ja, eigentlich ging es erst mit dem Studio zusammen, weil ich da mit dem Studio hier zu tun hatte und hier immer mehr gearbeitet habe, obwohl es mir nicht gehörte, so auf Lohnbasis. Und also eigentlich gab es das Label schon bevor mir. Das weiß keiner, also jetzt weiß natürlich jeder. Und dann brauchte ich selber halt ein Label für meine eigene Band. Ich war damals bei den Espandrillos mit Jörg A. Schneider. Und wir brauchten halt ein Label und da habe ich halt, weil schon von der Infrastruktur alles da war, also LC-Nummer und das ganze Drumherum, was dazugehört, im Bürokram, habe ich das einfach irgendwie angeeignet, das Label. Ich habe es einfach, weil es brach lag, weil da keiner richtig für gearbeitet hat, habe ich es einfach übernommen, den ganzen Kram drumherum und habe dann mit den Espandrillos und Harmful zusammen habe ich das dann alles dann der EFA angeboten, weil das Label war auch vorher ohne Vertrieb. Und ja, und so bin ich dann mit dem Label und dem Studio zum Vertrieb gekommen, über meine eigene Band eigentlich. Wie das, glaube ich, bei vielen Leuten so ist. Und so ist es halt, so ist es entstanden. Also am Anfang war natürlich sehr viel Idealismus im Spiel. Natürlich dadurch bedingt, dass es meine eigene Band war und die Bands, die ich auch ziemlich gut kannte. Also eine Ulme kam dann noch dazu, das waren also die von der ersten Stunde. Und da war total viel Idealismus drin, also jeder musste irgendwie mitmachen, es wurde auch gemeinsam finanziert, also am Anfang mussten die Bands aber teilweise dazu bezahlen und das war so ein bisschen so eine Aufbruchstimmung, weil man war schon irgendwie der Meinung, dass irgendwie alles geht und alles gehen kann, wenn man halt ein Label hat und das ganze drumherum, Studio und so weiter und das alles von selbst funktioniert, was natürlich nicht getan hat nicht von selbst funktioniert. Aber diese Stimmung war dann irgendwie so 3, 4, 5 Jahre schon ziemlich euphorisierend. Es hat funktioniert. Guido habe ich zum ersten Mal gesehen, ich glaube 93 oder 94 in Mönchengladbach mit den Espandrillos. Und war begeistert, dass man so einen Verrückten tatsächlich auf die Bühne gelassen hat. Ich glaube, 2 Drittel der Zeit hat er seinen Bass eigentlich nur mit den Seiten übers Topteil geschoben und fand schon, dass sowas auch in deutschen Landen noch möglich ist und die Leute einem dann auch noch Geld dafür geben, beziehungsweise wir den Eintritt klaglos bezahlen. Und ja, 10 Jahre später wird Rexer gemacht und ich habe das überhaupt noch nicht gepeilt gehabt, dass es ausgerechnet Guido ist, der da dieses Label hatte etc. Ich denke, dass auch irgendwo so diese Verknüpfung von dem Label für ihn halt und dem Studio eine sehr wichtige Sache war, dass er halt darüber halt überhaupt mal in Deutschland Leuten auch zeigen konnte, hier, ich mache total krassen Sound, ich nehme total krassen Sound irgendwie auf und da habt ihr jetzt plötzlich irgendwie ein Forum dafür. Also das kommt mir so ein bisschen vor, wie dass da vielleicht so sein Urknackpunkt, ich meine, wo es letztendlich bei ihm im Hirn entstanden ist, an welchem Tag oder so, das habe ich natürlich nicht mitbekommen, obwohl wir uns ja mal sehr nah waren. Sehr nah waren. Ja. Langsam, langsam kommt's. Langsam. Aber sicher. Kommt. War sehr schwer, weil diese Art von Musik war keine massenkompatible Angelegenheit. War speziell für Leute, die auf abgefallenen Sounds standen. Für die war das was, aber für den Rest hat das ignoriert. Aber was man aber gemerkt hat, dass Blunoise so als Label so ein Image entwickelt hat. Und nach der 3., 4. Platte, Hauptsache Blunoise, alles ist cool. Ja? Was auch die Gefahr war, meiner Meinung nach, dass du nach einer Zeit gemerkt hast, dass die Leute gar nicht mehr reingehört haben. Blunoise stand drauf, naja, das ist Blunoise. Geil. Aber ohne zu differenzieren, dass da erhebliche Unterschiede bestehen zwischen den einzelnen Bands. Im Sound hat mich schon beeindruckt, dass er A. kompromisslos war und B. einfach gut. Ja? Wenn ich jetzt mal sage, die ersten beiden Ulme, die ersten beiden Blackmail, die ersten beiden Harmful Sachen. Das war einfach total abgedrehte Musik, der du angemerkt hast, dass sie sich um Mainstream oder um irgendwelche Konventionen gerade mal einen Scheißdreck gekehrt hat. Das war total interessante Musik. Der Sound war richtig knackig und intensiv. Und böse. Auf irgendeine Art und Weise. Und wir waren halt genauso wie jede andere Band, die glaubte, richtig viel zu verkaufen. Und als der Guido dann zu uns sagte, dass er uns gerne machen würde, also wird uns gerne in seinem Label, auf seinem Label rausbringen. Und aber dann die wirklichen Verkaufszahlen genannt hat, die er erwartet, haben wir zuerst gesagt, nein, nein, das geht auf keinen Fall. Und dann auf der Rückfahrt haben wir uns dann überlegt, dass das doch alles sehr clever ist und viel, viel freier kannst du da funktionieren. Und dann sind wir irgendwann, haben uns wieder getroffen und dann sind wir dann zu Blunoise. Also anfangs, wie so ein Espandrillos, Harmful, Ulme, auch die erste Blackmail, das waren alles Sachen, die einfach diese Besessenheit gemein hatten, die bei denen man, bei allen diesen Bands hatte man den Eindruck, dass sie sich halt wirklich überhaupt nicht dafür interessieren, wie viele Leute das gut finden oder ob es überhaupt jemand gut findet. Das war, es schien so, als wären das alles Besessene, die da am Werk sind, was man ja auch gerade speziell, wenn man den Jörg von Espandrillos heute noch beim Schlagzeugspielen betrachtet, irgendwie hat man immer noch den Eindruck, dass es sich da um einen vollkommen Besessenen handelt. Zahlenden Gästen gespielt halt, die irgendwie auch dann deren Begeisterung teilweise auch noch in Grenzen gehalten hat. Das waren ganz extreme Sachen und wir hatten trotzdem fürchterlichen Spaß dabei. Ich hatte also manchmal, gerade bei den Konzerten, wo alle rausgerannt sind irgendwie und sich die Ohren zugehalten haben, auf jeden Fall mehr Spaß als bei einem Konzert vor 100, 150 Leuten. Das ist zwar etwas absurd, aber es war halt so. Man hat einfach Spaß daran gehabt, irgendwas zu machen, was man macht, und darum war es letztendlich auch egal, wenn man bei finanziell überhaupt gar nichts bei oben gekommen ist. Es war also schon irgendwo eine regelrecht körperliche Notwendigkeit, zeitweise, kann man sagen. Der wird dicke Notisch. Halt doch nicht! Das Besondere war auf jeden Fall, so wahrgenommen zu werden, also wie diese Gitarrenmusik, von der keiner genau wusste, wo sie einzuordnen ist. Das war super, weil da war keiner, der irgendwie sagte, das klingt jetzt wie, oder das ist jetzt das neue, Seattle oder irgendwie so ein Scheiß, sondern das war irgendwie was Neues. Es war wirklich Gitarrenlärm, Gitarrennoise, und also das gab es einfach auch hier überhaupt noch nicht. Und das war eine Chance für eine Band wie uns, Sachen auszuprobieren und selber auszutesten und einfach unter, wie ich finde, sehr professionellen Bedingungen das zu machen, was man will. Und wir haben auch viel rumexperimentiert. Wo Gluta, die erste Platte, war ein riesengroßes Experiment eigentlich. Wir haben da rausgefunden, wie gut wir sind, rausgefunden, wie schlecht wir sind, rausgefunden, was man alles machen kann. Und es war für uns eben die erste wirkliche Platte. Und wir wurden in alles mit einbezogen. Das ist auch das Besondere an Blunoise. Du machst nichts einfach nur so, wo dann Guido später dran dreht und dann war's das. Also wir sitzen daneben und er findet das auch in Ordnung. Und das ist eigentlich auch immer so geblieben. Das war bei der ersten Platte so und ist auch jetzt bei der dritten so gewesen. Also Guido hat ja 1997 die Espandrillos verlassen. Wie war eigentlich die Zeit von Espandrillos mit Guido Lucas? Auf jeden Fall, so die ganzen Espandrillo-Konzerte mit ihm waren größtenteils wirklich absolut unvergessene Erlebnisse, weil halt jedes Konzert wirklich total frei gestaltet eigentlich war, viel improvisiert worden ist, wir teilweise Mikrofonrechnungen nach Konzerten von über 1000 Mark irgendwie bekommen haben, weil wir das halbe Bühnenequipment zerkloppt haben und so, und also den Wahnsinn, der damals in der Band und mit ihm auch irgendwo war, ist heute schwer nachzuvollziehen. Aber ich meine, wir waren damals alle Mitte 20 und haben irgendwie gedacht, die Welt revolutionieren zu können oder so. Und heute mit Mitte 30 stellst du halt fest, dass, oder haben wir halt festgestellt, dass die Welt halt leider nicht auf uns gewartet hat so. Aber war trotzdem geil, in der Illusion, in all den Jahren irgendwie gelebt zu haben. So, Wahnsinn. Wir sind die Somke Espandrillos. Dankeschön. Dankeschön. Wenn du nicht schaffst, Kontinuität hinzukriegen und immer wieder präsent zu sein, kannst du eigentlich auch von vornherein direkt sein lassen. Also jedes Jahr oder alle anderthalb Jahre musst du eigentlich eine Platte rausbringen, damit die Leute dich nicht wieder vergessen. War vielleicht früher nur in Amerika so, wo die Zeit so schnelllebig ist, aber das ist mittlerweile in Deutschland eigentlich genauso. Der Blunoise Sound entsteht tatsächlich in dem Studio, würde ich sagen. Er entsteht in der ganz bestimmten Art und Weise, wie Guido einen Soundcheck macht. Und er entsteht auch in den kleinen Nuancen, die er als, jetzt in Anführungsstrichen, Produzent anders macht als andere. Dass er bestimmte Sachen grundsätzlich übersteuert, dass er irgendwo Mikrofone hinlegt, die dann irgendeinen Scheiß aufnehmen, irgendeinen Dreck aufnehmen. Dass er eher damit einverstanden ist, was kaputt zu machen, als was schön klingen zu lassen. Und dass er genau das im Song betont, was in der Summe vielleicht nicht immer deutlich wird. Das muss man einfach sagen, den Sound macht Guido. Also der Blunoise Sound ist auch wirklich ein Guido Lucas Sound. Ich versuche rauszukriegen, wie hört die Band sich selbst. Also egal, ob es eine Blunoise-Band ist oder eine andere Band, ich versuche rauszukriegen, wie hören die sich ja, selbst, ihren eigenen Sound. Und den versuche ich zu übersetzen dann, dass es wirklich hinterher auf Platte so klingt. Und es geht oft in die Hose, wenn ich eine theoretische Vorstellung habe und versuche, die Band da reinzupressen. Das will ich auch gar nicht. Die Band soll so klingen, wie sie klingt, und das ist der Anspruch. Ja, es gibt natürlich so eine Idealvorstellung von Sound, die ich theoretisch für mich entwickeln, ja, die ich manchmal versuche umzusetzen, geht natürlich immer nur bis zu einem gewissen Grade, weil es halt in der Theorie entwickelt ist. Aber die Idealvorstellung von Sound ist eigentlich für mich eine ganz einfache. Ja, also möglichst, eigentlich ist es ja auch rückwärtsgewandt sozusagen, also wie man früher aufgenommen hat. Also auch schon live, ja, möglichst viel live einspielen, direkt einspielen und es so einfach möglich zu lassen. Also ich habe früher probiert, 3 Mikros an eine Gitarre zu stellen. Ja? Und dann habe ich am Equalizer gedreht wie ein Blödmann. Ja, Kompressor drauf getan, dann hinterher irgendwelche Effekte draufgelegt auf Schlagzeug oder sowas. Und mein Idealverständnis ist wirklich ganz, ganz einfach ein Mikrofon von Gitarrenverstärker, wenig Mikrofone an Schlagzeug, die EQs nicht benutzen. Um das dann so klingen zu lassen, wie es klingt. Und das ist natürlich extrem schwierig, weil das ist so, weil ich das eigentlich nur mit meiner eigenen Band machen könnte. Weil sonst ist die Verantwortung zu groß. Promotionmäßig hat sich einiges verändert in den letzten 10 Jahren. Es ist wesentlich schwieriger geworden. Also ich möchte jetzt nicht behaupten, dass es so eine Art Pay-to-Play gibt, also dass du deine Anzeigen kaufen musst, um überhaupt noch rezensiert zu werden, oder dass es nur noch so ist. Aber die Zahl derer, die freundlich darauf hinweisen, dass man ohne eine Anzeige eben eigentlich keine Rezension bringen könnte, oder wird, ist deutlich größer geworden. Und das ist natürlich sehr bitter für ein Fans, für ein Label wie Blunoise Records, was eben halt einfach auch nicht die Kohle hat, nicht so ein Werbebudget hat, um da groß finanziell eingreifen zu können. Da muss man sich dann auf Vitamin B verlassen, das heißt, man hatte über die Jahre halt schon ganz gute Kontakte geknüpft zu den einzelnen Redakteuren, aber auch die sagen manchmal oder müssen manchmal sagen, finde ich im Prinzip klasse, finde ich sogar sehr gut, würde ich auch sofort machen, aber unser Heft ist voll. Wir müssen eben die und die Bands bringen, um eben die Kohle reinzukriegen und wir können es einfach nicht machen. Das Argument kommt heute mindestens doppelt so häufig wie vor 10 Jahren. Also wenn Porf heute eine unbekannte Band wäre, ich sage mal, Porf ist ein ganz gutes Beispiel, weil die Musik vielleicht auch nicht für jeden gleich zugänglich ist, im Gegensatz zu einer Band wie Ulme, die sicherlich auch immer so irgendwie in diesen ganzen Metal- und Hardrock-Bereich reingerochen hat und reinriechen konnte, oder die Fans waren eben auch da und da wurde eben auch gekauft. Bei Porf war das wesentlich schwieriger, und wenn ich heute eine Band wie Porf in Anführungsstrichen anbieten müsste, wäre das um etliche schwieriger, um einige schwieriger. Und ich weiß nicht, ob es heute überhaupt noch ginge, eine Band wie Porf noch so bekannt zu machen. Sie sind ja immer noch ein absoluter Kultfaktor, kann man sagen. Ja, es gab verschiedene Sachen. Zum Beispiel gab es da aus Hamburg von einem Vertrieb, den ich nicht nennen will, ja, einen relativ großen Vertrieb mit einem großen Labelanschluss, gab es da mal eine Anfrage. Die wollten den ganzen Blunoise Laden quasi übernehmen. Also nicht aufkaufen, ja, aber in ihre Strukturen einbinden, so quasi als Talentscout, ja, so als Indie-Master, so in ihre Strukturen mit einbinden. Und dann bin ich halt nach Hamburg gefahren, um mich den Typen zu treffen. Termin gemacht, bla bla, und dann komme ich da ins Büro, da war er nicht da, weil er was anderes zu tun hatte. So ein typisches Beispiel, weißt du? Weil, wenn man mit diesen ganzen Business-Typen zu tun hat, da gibt es unheimlich viele Vollidioten. War ein sehr schnelllebiges Geschäft, ja. Also nach einem halben Jahr sind die Leute alle in einer Position. Man muss wieder neue Leute überzeugen, da irgendwie mitzuziehen, und das war auch irgendwie eine große Desillusion, ja. Sobald du dann mit Verlagen und Labels zu tun hast und anderen Vertrieben und den ganzen Presseleuten, irgendwann merkst du halt, dass du dann eine ganz kleine Nummer bist. Und das lassen die dich dann spüren. Und ich habe auch ehrlich gesagt auch keinen Bock mehr auf diesen ganzen, andere Leute mitzureißen mit dem ganzen Idealismus. Das ist mir zu anstrengend geworden. Ich komme immer wieder auf dieses Thema Booking zurück, weil es eben auch ganz, ganz zentral ist. Ich glaube, dass die Bands auch dann wirklich guten Mutes an die Sache rangehen und dass die dann halt wirklich feststellen, dass sie wie der berühmte Ochse vom Scheunentor stehen und dann einfach merken müssen, es geht nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Also ich kann mich an Bands erinnern, die haben es, glaube ich, wirklich nach Release ihrer Platte hinbekommen, 2 oder 3 Konzerte zu spielen. Es ist also extrem schwierig. Sobald die Musik, sagen wir mal vorsichtig, schwieriger wird, ist es extrem schwierig, einen Booker zu finden, weil die Booker natürlich auch sagen, wir nehmen eigentlich, gerade in Deutschland, das ist ein ganz großes Problem, wir nehmen eigentlich nur noch die Sachen, wo wir auf Nummer sicher gehen können, dass auch wirklich was läuft. Das heißt, ich kenne ja einige Booker und spreche auch ab und zu mit denen und frage auch, warum nimmt ihr die und die Band und die Band nicht? Dann heißt es eigentlich grundsätzlich, wir haben 4, 5 Bands im Programm, manchmal auch 6 und 7, die laufen riesig, warum soll ich mir irgendwie einen zusätzlichen Klotz ans Bein heften? Und wenn das nicht funktioniert, funktioniert auch Blunoise nicht, beziehungsweise funktioniert die ganze Logistik nicht. Nutzt halt nichts, ist leider so. Und da hängt halt immer auch irgendwie die Kuh im Schacht, wenn man so schön sagt, weil einfach das ist das schwächste Glied in der Kette sozusagen. Wenn die Band nicht auf Tour geht, wenn die Band nicht unterwegs ist, wenn sie nicht präsent ist, dann kannst du keine Platten verkaufen. Was ist halt eigentlich dein besser gesagt Lieblingsschall, wenn du sagst, das ist es halt einfach? Ah nee, Lieblingsscheibe kann ich gerade überhaupt nicht sagen, aber die Blunoise-Scheibe, wenn ich so in mich reinhöre, wenn sie da sofort in mir hochpoppt, das ist, das ist die erste Harmful, würde ich sagen. Das ist wenn ich mich auf eine einigen soll und mich für eine entscheiden soll, dann würde ich die nehmen. Hast du dein ganzes Leben Zeit und danach hast du nur noch ein Jahr, 2 Jahre, bis du die nächste veröffentlichen kannst. Aber Fans hören alles mehr aus der Bauchebene. Und deswegen ist für uns eine Platte, die besser, reifer klingt, technisch versierter, vom Sound besser, nicht gleich eine Platte, die der Fan auch so auffasst, weil er mehr aus der Bauchebene die Musik spürt. Und eine Debütplatte ist nicht so kopflastig wie eine dritte oder vierte Platte. Also du hast, gefälliger sein willst, mehr Leute spielen in deinem Umfeld eine Rolle, die Plattenfirma will zufrieden sein, dein Manager will zufrieden sein, dein Booking, die Booking-Agentur will Konzerte buchen. Und ohne die glücklich zu stellen, kannst du nicht 100% weiterarbeiten. Und das verspürst du, wenn du eine Platte aufnimmst. Du hast diesen Puzzle im Kopf und willst irgendwie alle einigermaßen zufriedenstellen oder die Einwürfe, die jeder hatte, versuchst du zu verarbeiten. Und bei der Debütplatte bist du durch mit dem Punkt und machst einfach. Das ist das Besondere an Debütplatten. Und das ist auch das Besondere an jeder Debütplatte, die bei Blunoise rausgekommen ist. Nach der zweiten Blunoise Scheibe hat dann auch gemerkt, jetzt muss man da ausbringen, bevor man wirklich in diesem Sumpf von Vorurteilen, die man einfach zu bekämpfen hatte, wenn man eine Blunoise Band hat. Man wurde stigmatisiert als eigenständige Band, als Band, die nie verkaufen will und eine Band, die für etwas stand. Jedoch die Weiterentwicklung wurde nicht so registriert. Da wollte ich von vornherein ausbrechen und ich wollte bestimmen, wo es lang geht mit der Musik und nicht bestimmen lassen. So sollte ihr sein, damit man euch irgendwie gut findet. Wenn du mit Musik dein Geld verdienen willst, musst du halt irgendwie zum Label wechseln, was die Werbung mehr streut, was sich bekannter macht auf irgendeine Art und Weise. Es hat nichts damit zu tun, dass wir jetzt unbedingt berühmt werden wollen oder jetzt Harmful unbedingt berühmt werden will. Das hat nur damit zu tun, dass ihr von der Musik lebt. Also wir können ja alle nichts, wir können ja nichts anderes. Also ich kann gar nichts außer Musik. Und von uns in der Band ist jeder so wie ich und Harmful zum Beispiel auch. Und wenn du davon leben willst, dann musst du halt irgendwann mal wechseln. Du kannst nicht und der Guido hat einfach nicht die Möglichkeit, weil das kostet ja so viel Geld. Du musst halt so viel Geld vorlegen und weißt halt nie, ob sich das rentiert oder nicht. Und das sind halt die Gründe, warum man halt wechselt. Obwohl das halt eine sehr schöne Zeit war, aber der Guido das auch nie, der war auch nie sauer, der hat es auch verstanden. Wird natürlich nicht wertgeschätzt, wenn du mit der dritten Major-Platte machst und mit der vierten etwas poppiger wirst, jetzt wie bei Harmful der Fall. Aber das ist mir scheißegal gewesen, weil die meisten Bands, die damals gemeckert haben, gibt es jetzt sowieso nicht mehr und uns gibt es noch. Die Frage ist, kam wirklich die Meckerei von den Bands, also von den Kollegen oder eher von Fans? Von Fans, teils, weil wir waren live immer eine extreme Band. Sehr extrem. Auch trotz der poppigen Platten, poppig, in Anführungsstrichen, für unser Verhältnis poppig, haben wir live immer noch die extreme Schiene gefahren. Dadurch haben wir die Fans live nie verloren und auf der Plattenebene umerziehen müssen. Und viele sind auch den Weg mitgegangen. Ein paar sagen natürlich, die erste Platte ist die beste, aber das ist nun mal so. Ne? Das hat mit diesem Fakt hat jeder zu kämpfen, der mehr als 2 Platten veröffentlicht hat. gibt es da irgendeine Band oder mehrere Bands, wo du sagen würdest, nach deiner Definition, das ist Blunoise Sound, so wie sich das entwickelt hat? Also nicht abhängig von der Musik, sondern vom Sound, insgesamt als Konzept. Das waren die ersten Bands. Das waren wirklich Espandrillos, Harmful und Ulme, würde ich sagen. Das waren so die also möglichst brachial aus dem Bauch ausgespielt, natürlich technisch gut. Also ich glaube, ich nie eine Band gemacht, die wo irgendwie Leute bei waren, die nicht spielen konnten oder nicht gut genug. Also es waren immer Leute, die wirklich ihren Kram sehr gut runter spielen konnten. Und meine Lieblingsband war eigentlich mal Ulme, weil die es komplett verkörpert haben, die haben wirklich kompromisslos da aus dem Bauch raus ihren Kram gemacht und das hat wirklich jeder gemerkt. Also auch Ulme-Konzerte waren auch immer so auf der Kippe, ja. Also manchmal waren die wirklich grandios, manchmal waren sie auch grandios scheiße. Aber die haben es halt wirklich gelebt. Und als Ulme vorbei war, das war für mich auch dann so der erste, das erste Zeichen, dass dieser ganze Idealismus vom Anfang eigentlich weg ist. Und mit Ulme ist ziemlich viel kaputt gegangen. Was mich gewurmt hat, war, dass wirklich dann da nicht dran gezogen wurde. Selbst als man gemerkt hat, hey, da hören plötzlich alle möglichen Leute drauf. Ein paar von den Konzerten waren sogar ganz gut. Dass trotzdem einfach dann nichts passiert ist. Also etwas Engagement wäre nötig gewesen, denke ich, und dann hätte das noch was ganz anderes geben können. Weil gerade in der Zeit, als wir die Aufnahme gemacht haben, auch die erste Blunoise Euphorie gerade am Abklingen war, ein bisschen Prügel hat man dann auch bezogen für Sachen wie Rinderwahnsinn oder ähnliches. Ich gar nicht so übel fand. Die aber trotzdem überhaupt nicht angekommen sind. Und es wäre eigentlich eine gute Zeit gewesen, um nicht nur auf die alten Steine da zu bauen, auf die damals lange überfällige dritte Ulme dann endlich noch zu warten. Und drauf zu starren, was kommt jetzt von Blackmail? Wird's noch größer? Was macht Harmful? Klingt die nächste Platte endlich anders oder nicht? Oder doch? Oder vielleicht auch endlich gerade nicht. Und also Rage Against the Machine, klar, aber wenn man schon in der Maschine drin ist, dann muss man sich die Spielregeln vielleicht ein bisschen zunutze machen und kann dann von innen treten. Und bei der ganzen Euphorie und der Riesenresonanz, die auf Blunoise gekommen ist, jahrelang, hätte da einfach mehr passieren können. Das wäre durchaus eine Chance gewesen, jetzt größer zu sein als Noise Illusion oder was auch immer. Und die Bandbreite war jedenfalls groß genug und es waren auch genug gute Bands da, um trotz vieler Gemeinsamkeiten ein breites Spektrum abzudecken. Wenn ihr mal alles zahlen musst, und ein fauler Hund bist und keine Arbeit hast oder dich nur der Musik verschrieben hast, dann kannst du es dir nicht mehr leisten, bei Blunoise rauszugehen. Also ich sage, Blunoise ist der beste Schritt zum nächstgrößeren Label. Ja, die Harmful von der ersten Stunde, die dann auch da waren, die sind dann zum Major abgewandert. Was natürlich auch irgendwo nicht unbedingt kickt, ja, wenn du eine Band wenn du zwei Platten mit der Band machst und dann kommt ein bisschen so Erfolg und das interessiert die Leute. Und dann kommt der Major und dann sind die weg. Das war mit Blackmail genauso. Das Scumbucket war dann irgendwann weg. Und dann musste ich natürlich neue Bands suchen. Es ging wieder alles von vorne los. Also ich habe das dann 3-4 Jahre gemacht. Und auf einmal musste ich eine neue Generation von Bands irgendwie ran schaffen. Und habe mit denen das gleiche nochmal gemacht. Also wieder alles Idealismus reingeballert, Geld, Zeit und Energie. Mit denen 1, 2, 3 Platten gemacht und dann kam das gleiche. Also es ging bis zu einem gewissen Level und dann ging es nicht weiter. Also entweder ging es weiter, dann waren sie halt weg beim Major oder bei einer anderen Firma. Oder halt so grandiose Bands wie Porf, die dann wirklich nicht mehr konnten. Die konnten es einfach nicht mehr durchhalten, nicht mehr durchziehen. Und dann ich habe das so 2, 3 Generationen quasi durchgezogen und es kam immer wieder der gleiche Frust am Ende. Und irgendwann ist es natürlich extrem schwierig, dann immer wieder quasi von vorne anzufangen und die gleichen Diskussionen, die gleichen Gespräche zu führen, immer wieder anderen Leuten mit den gleichen Argumenten Mut zu sprechen, das irgendwie einfach weitermachen, ihren Kram kompromisslos durchziehen, ohne dann irgendwie zu versprechen, dass irgendwie nach 3 Platten seid ihr dann irgendwie im Stadion und habt's geschafft. Aber das ist ja auch so eine Sache, dass dann aus diesem Ur-Blunoise-Ding halt mit Harmful, uns und Ulme ist ja nie was weiter mehr entstanden. So. Dass man irgendwie nach der 95er-Tour oder 96er-Tour dann nochmal gesagt hätte, komm, wir machen jetzt eine 2000er-Tour, eine 2004er-Tour oder so. Das hat es ja in dem Sinne nie mehr gegeben. Ja. Das ist ja sicherlich auch eins der großen Mankos von Blunoise, dass eben, wie wir vorhin drüber gesprochen haben, dass diesen Zusammenhalt unterhalb der Bands halt nicht gibt und ja, wie mit Espandrillos ja auch die letzten Einzelkämpfer da irgendwo waren. Mit Ausnahme vielleicht jetzt von Herrn Carsten Sandkämper, der ja Pendicle in gewisser Form reaktiviert hat. Ja. Aber zu Pendicle gab es auch immer recht wenig Kontakt, nur so. Vielleicht liegt es teilweise auch an den Bands, die sich in diesem Blunoise-Kontext auch nicht unbedingt gewähnt haben. Ich kann mich auch daran erinnern, dass ich Blunoise-Bands angeschrieben habe, einfach aus dieser quasi, ich habe mich ja selber auch verpflichtet gefühlt, irgendwie so dann den Label-Mates so irgendwie mal guten Tag zu sagen und ob man vielleicht mal ein Konzert zusammenspielen könnte oder so. Es gab dann aber auch manchmal irgendwie so gar keine Antwort oder so, einfach so, ja, oder schauen oder so. Komplettes Gegenteil dazu war die Blunoise-Tour, die es mal quer durch Deutschland gegeben hat, wo wirklich alle Blunoise-Bands unterwegs waren, auf verschiedenen Routen und dann immer mal wieder sich an bestimmten Plätzen getroffen haben und dann irgendwie 3 Blunoise-Bands da und dann wieder andere da und an jedem Tag irgendwo anders. Das war schon super, das war auch das war was Spezielles. Ich weiß nicht, ob man die Bands heute überhaupt alle zusammenkriegen würde an einen Tisch. Ja, ja. Also das war dem Guido sein Wunsch immer, das Zusammengehörigkeit. Das war immer ganz wichtig, dass die Bands sich untereinander, dass sie Erfahrungen austauschen, dass sie miteinander spielen und zusammen Konzerte machen. Und das hatte er oder wollte er gerne haben, aber es war halt natürlich auch so, dass sich untereinander viele Bands, also ich bin jetzt mal ganz ehrlich, untereinander viele Bands sich auch manchmal schon ganz heftig gerauft haben. Weil die sich musikalisch nicht verstanden haben vielleicht, weil sie halt irgendwo andere Menschen waren. Was Blunoise gefehlt hat, ist diese Persönlichkeit, Mut zur Persönlichkeit. Dass man einzelne Individuen oder Persönlichkeiten in den Vordergrund stellt. Und da hat sich ja jeder gewehrt eigentlich. Keiner wollte irgendwie, wenn sich einer Persönlichkeit rauskristallisiert hat, ist jeder auf ihn gegangen, hey, was ist das für ein Arsch, was ist das hier, was ist das? Also man ist diesem Keim erstickt worden eigentlich. Ne? Stimmt, ja. Und es war nicht im Sinne von den meisten Bands, dass sich irgendwelche Persönlichkeiten rauskristallisieren. Und dadurch ist auch jegliche das Feuer erstickt worden eigentlich. Weil ohne Persönlichkeit kannst du auch nicht in der Öffentlichkeit Aufsehen erregen. Ohne dieser Blixer Bargeld wäre auch Einstürze und Neubauten nicht das, was es sind. Durch seine Persönlichkeit, durch seine Exzentrik ist ja deren Sound auch geprägt und deren Image geprägt worden. Aber wenn du exzentrisch warst, im Blunoise Lager hat jeder irgendwie gesagt, ach komm, ja, mach mal halblang, bloß nicht auffallen, was, du willst Platten verkaufen, bist du bescheuert, ach du willst das machen, bist du bekloppt. Kannst du nicht machen, willst du im Vordergrund? Ich will ja nur im Vordergrund stehen. Ich meine, verstehst du? Das ist eine Katastrophe gewesen und dadurch hat man eigentlich das eigene Grab geschaufelt. Eine gute Intention ist einfach leichtsinnig selbst zerstört worden. Ja. Und darum haben sich die Bands eigentlich alle niedergemacht, gegenseitig. Muss man auch so sagen. Und, aber habe ich kein Problem mit gehabt, weil wir haben das die schönste Zeit mitgemacht, finde ich, und haben auch viel mit auf den Weg bekommen und den Kontakt zu Guido Lucas auch nicht verloren, bis jetzt nicht. Jede Platte hat mit Guido Lucas zu tun. Wieso seid ihr über die Jahre überhaupt bei Blunoise geblieben? Das würde mich mal interessieren. Weil es keine nennenswerte Alternative eigentlich gab. Also es ist nicht so, dass wenn jetzt Roadrunner Records gekommen wäre und gesagt hätte, ihr habt da 50.000 Mark oder so, dass wir da nicht sofort gegangen wären. Also es ist auch, ich habe auch teilweise, oh jetzt kommen wir natürlich in was sehr Persönliches, ich habe das auch bis heute an einem gewissen Punkt in unserer Laufbahn auch als Fehler empfunden, dass wir überhaupt zu Blunoise gegangen waren, weil es eigentlich mit den 3 Platten, die wir vor Blunoise aufgenommen hatten, gerade auch mit der Blattfisch, die von 93 war, es auch vertriebstechnisch wesentlich besser für uns lief als über EFA-Zeiten dann später, wo wir dann mit der Blattfisch dann irgendwie gedacht haben, Mensch, aber wenn wir über die EFA laufen würden, dann kämen wir noch viel mehr in diese Spezialvertriebsnetze irgendwie rein und dem war einfach überhaupt nicht so. Also ab der Kairo, die erste bei Blunoise war und wo wir dann auch noch die Hökelofen, die ganze Welt, dieses experimentelle Doppelalbum rausgebracht haben, ist das schon irgendwo immer so gewesen, dass ich gedacht habe, na, Blunoise ist okay und so, und am Anfang war ja auch noch der Family Vibe, aber am späteren Verlauf waren wir einfach dann auch total alleine und dann wäre es auch vollkommen egal gewesen, ob wir zum Label XY gegangen wären. Also da haben wir eher, denke ich, Guido noch dahingehend weitergeholfen, überhaupt noch Blunoise-mäßig so im Gespräch zu bleiben, dadurch, dass halt Espandrillos-Alben ja schon noch wesentlich mehr Beachtung irgendwie gefunden haben als andere Veröffentlichungen, die er halt so in den letzten Jahren irgendwie gemacht hat. Ne? Eigentlich ein Gefühl heute für Pendikel, immer noch auf Blunoise zu sein? Also erstmal das Gefühl, bei Blunoise wie früher ist es auf keinen Fall mehr, weil einfach ganz viele Leute fehlen. Und ich meine auch wirklich, dass die fehlen. Und wenn ich mir heute zwischendurch mal wieder Porf anhöre oder auch mal wieder Ulme anhöre, dann tut mir das schon in gewisser Weise weh, dass die keine Musik mehr machen und dass wir nicht mehr mit denen Konzerte spielen. Und das hat sehr viel von Blunoise ausgemacht. Und heute steht auf unserer Platte eben Blunoise drauf. Und das verbindet uns im Moment mit Blunoise. Auf der anderen Seite weiß ich auch, dass ich die nächste Platte wieder bei Blunoise machen werde und dass das auch so 10 Jahre so weitergehen kann, weil da eben Guido Lucas hintersteht und ich mich mit dem super verstehe. Und wir genau wissen, was wir voneinander zu erwarten haben und er auch weiß, dass er weiß, was wir machen, er findet das gut, was wir machen und er macht die Platte nicht, weil er es muss, sondern er hat die letzte Platte gemacht, weil er es gerne wollte und die nächste Platte aus dem genau gleichen Grund. Ist es laut genug? Vielleicht können wir mal diesen Kaffee in der Bar-Beschallung da hinten ausmachen. Ich höre noch was. Bestimmt. Olli, wo anfangen? So, das hier ist eine Veranstaltung, die machen wir das erste Mal. Wir sind ungefähr so aufgeregt wie beim ersten Auftritt, den wir jemals gemacht haben, weil die Unbekannte steht da. Wir wissen nicht, wie lange der Computer durchhält. Wir versuchen, Fehler optisch zu überspielen. Also, so. Ja, einmal und nie wieder, hoffe ich. Ich merke jetzt schon, das muss lauter. Das muss bestimmt lauter. noch zu leise, oder? Heutige Bedeutung von Blunoise für mich ist aber nach wie vor die von ganz früher, dass man alles machen kann, was man will, und das landet irgendwann auf einer Platte. Ohne dass man, abgesehen davon, noch so wahnsinnig viel bezahlt. Nicht unentscheidend. Und ich muss auch nicht die Angst haben, dass Guido irgendwann kommt und sagt, mach mal den Refrain und drei Takte früher. So. Keine Chance. Ich glaube, die ganze Kiste hier geht sowieso den Bach runter, nicht Blunoise, sondern Musik. Und geht wieso? Geht den Bach runter. Weil der Anteil einfach immer geringer wird von Leuten, die lost in Music sind, also die haben nicht mehr diese Notwendigkeit, sich damit Herzblut so reinzustürzen, weil es nichts anderes gibt. Und ich glaube, das ist schon ein Unterschied. Das heißt, wer sich heute noch so auf seine Band wirft und loszieht, der macht das eher aus einem, naja, musikalischen Fanatismusgedanken vielleicht, als aus einem tatsächlichen Szene-Gedanken. Sowas wie eine Szene gibt es meiner Ansicht nach nicht mehr. Weil sobald eine Szene entsteht, wird sie verkauft. Sehr richtig gesagt, eigentlich gibt es allen Grund, aggressiv zu sein, es gibt allen Grund, aus der Haut zu fahren, in jeder Hinsicht. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie den Eindruck, dass überhaupt allgemein in der Musikszene ist weniger Fanatismus, im positiven Sinne natürlich, gibt als in den 90er Jahren im Moment. Also man mag davon halten, was man will, aber auch also dieser Techno-Fanatismus zum Beispiel, sowas gibt es ja auch überhaupt gar nicht mehr. Das war zwar ganz anderer Film, aber es war eben auch ein Fanatismus da. Man konnte es ja doch irgendwie bevor diesen Love Parade Exzessen doch irgendwie halt eine Bewegung nennen, und es war irgendwas davon zu spüren eben. Und heutzutage ist von überhaupt gar nichts was zu spüren, und halt also fortwährend irgendwelche Britpop-Bands, die als das neue große Ding verkauft werden und gar nichts machen, was einem irgendwie hinterm Hof mal vorholen könnte. In Deutschland selbst sehe ich auch nichts, was mich wahnsinnig anregen würde eigentlich im Moment an Nachwuchsbands, was vielleicht irgendwie auch dumm und arrogant ist. Man müsste natürlich, um das genau beurteilen zu können, fortwährend in irgendwelche Clubs rennen und gucken, was irgendwo los ist, mit Sicherheit irgendwelche interessanten Bands geben. Aber dieses Feeling der Bewegung, also ob es nun beim Techno ist oder ob es eine Noise-Rock-Community oder so etwas gibt, das ja, sehe ich zumindest irgendwo gar nicht zurzeit. Der andere Punkt, warum ich sehe, dass uns keine neue Musik gefällt, ist halt, dass halt alles nicht mehr handgemacht ist, sondern dass es alles digital ist. Und ich glaube, das zu spüren. Ich finde eigentlich, so wie sich das anhört, alle neue Veröffentlichungen, also von Major, egal aus England, Amerika, Deutschland oder was weiß ich, klingt ja alles so, als könnten die super spielen. Es klingt ja gut gespielt. In Wirklichkeit ist das ja alles geschoben auf irgendeine Art und Weise. Dann spielt der Schlagzeuger den Refrain und die Strophe einzeln ein, und dann wird das halt im Studio zurechtgeschnitten, dass es halt sich gut anhört. Und daraufhin spielt der Bassist halt ein, dann wird es auch zurechtgeschnitten, und ich glaube, das ist das, was man hört mittlerweile. Und dadurch, dass wir es halt auch anders kannten, fühlt man das nicht mehr so. Früher gab es halt, hast du eine Band angehört und hast dann gedacht, boah ey, das ist der Hammer, und fandst die Band super, fandst die Musik super und hast auch irgendwas gefühlt, was diese Band angeht. Und heute fühlst du nichts mehr. Du hörst dir die Band an, entweder klingen sie nach Strokes oder nach irgendwelchen 60s Sachen, und ein aus irgendeinem Grund fühlst du nichts mehr. Und das ist dieser zweite Grund, warum ich denke, dass uns alten Menschen die neue Musik nicht mehr gefällt. Also müsste ich echt mal lange drüber nachdenken, ob ich in den letzten 2, 3 Jahren nochmal eine CD gekauft habe von einer Band, wo ich wirklich das Gefühl hatte, die wollen irgendwie die Welt irgendwie niederreißen oder so. Ne? Das war übrigens auch nur mal der Anekdoten halber oder so, so eine Sache auf der ersten Blunoise-Tour, wo du wirklich so das Gefühl hattest, da waren echt 3 Bands und das war je lauter, je härter, desto besser und je mehr Chaos im Verlauf von so einem Abend veranstaltet wird, desto härter, also desto cooler irgendwie und auch Guido. So ein Typ wie Yannick irgendwie, der wirklich, keine Ahnung, sich noch eine Bierpulle über den Kopf haut und irgendwie als Gastsänger ans Mikro rennt und da wild rumschreit und so. Das sind einfach so Sachen, ey, das ist heute, ist halt unvorstellbar. Also da hätten sie wahrscheinlich heute eher das Gefühl so von wegen so bemitleidenswerter Irrer oder so, der da irgendwie, keine Ahnung, was seine Albträume irgendwie auslebt. Aber nicht so, dass das irgendwie so ein Happening-Charakter oder so hätte. Ich glaube aber, dass sich das auch mit der Zeit und mit der Perfektionierung der Produktionsmethoden wird es, glaube ich, alles noch schlimmer. Und es gibt ja auch keinen epochalen Durchbruch wie Grunge, jetzt mal mehr. Den hat es halt jenseits der 2000 hat es das nicht mehr gegeben. Es nimmt alles nur noch irgendwie so ab. Und es wird alles auf der anderen Seite immer mehr miteinander verwoben. Es gibt jetzt Bands, die kommen nicht damit aus, dass sie einfach nur einen Song spielen, sondern die müssen eine harte Gitarre im Refrain haben, mindestens einen Rap-Teil, 2 Frauen, die singen, einen Typen, der so ein bisschen soulig rüberkommt, so. Sonst wird das keine Nummer 1. So. Und so muss das halt sein. Und solange sich die Subkultur dagegen wehrt, bin ich glücklich. Aber wenn das losgeht, dann ist das unmöglich. Ja, ich weiß nicht. Ich finde es schwierig. Also, ich fühle mich in der Subkultur immer noch am wohlsten. Weil man die am wenigsten greifen kann. Weil man da auch keinem irgendwie an die Karre fahren kann. So, ich mache halt das, was ich mache. Fertig. Das Faszinierende bei den Bands, dass du gesagt hast, das sind genau die Bands, die auf Blunoise gehören, also in deine Vision passen. War das der Sound natürlich, könnte ich mir vorstellen, so war das die Einstellung? Was war genau das Besondere bei den Bands, wo du gesagt hast, das sind die Bands, die ich gerne auf Blunoise habe? Ja, also in erster Linie war es also mein Geschmack, mein persönlicher Geschmack. Also mir muss es gefallen. Das war natürlich auch eine Voraussetzung, dass die Band greifbar war. Also ich hätte nie eine Band aus Amerika gemacht oder so. Also ich musste die vor Ort haben, ich musste die persönlich da haben, musste mit denen Kontakt haben und es musste, ganz abgesehen von der Musik, es musste einer der Bands sein, der wirklich, also mindestens einer, der so einen Charakter hat, eine Persönlichkeit, das ganze pusht und mitziehen kann. Es war einfach eine Band, die nur nette Musik machen, das war zu wenig, also muss immer einer, so ein Power-Typen dabei sein. Und wenn das also eine Band aus Musik macht, auf die ich abfahre, die begreifbar war, die auch noch jung und frisch waren, diesen Idealismus noch hatten. Und musste wirklich mindestens 1, 2 Leute mussten dabei sein, die vielleicht wahnsinnig waren. Und ich glaube, jede Blunoise-Band hatte mindestens einen Wahnsinnigen dabei. es ist eine Mischung zwischen Therapie und Fußball. Ich weiß nicht. Das, du fühlst dich besser, wenn du dich regelrecht physisch da mit Schallwellen fallen gelassen hast. Und zu versuchen, den Sprung dahin zu schaffen, dass das für andere nachvollziehbar wird. Das heißt, das mal in einem 3-Minuten-Format hinzubekommen und so eine Grenze auszuloten. Was ertragen Leute noch? Was finden sie noch gut, obwohl sie gar nicht mehr wissen, warum sie es eigentlich gut finden? Geräuschkulissen, die Bilder einfach bauen, malen und die dann vielleicht genüsslich zusammenstürzen zu lassen, ja, was sonst. Das kann ich mir auch durchaus gut bei Blunoise vorstellen. Grüße an Guido. Noch Bands, die geile Musik machen, und mittlerweile kapieren das auch immer mehr. Das hat sich schon gewandelt. Am Anfang waren die Bands geil, haben aber immer den Anspruch gehabt, irgendwie richtig zu verkaufen, Geld zu verdienen und ich, keine Ahnung, alle müssen ein Video haben, dann müsst ihr auf MTV laufen und so einen Scheiß. Und mittlerweile gibt es halt Bands bei Blunoise, die das wirklich machen, weil sie einfach den Anspruch haben, ihr Musikding krass durchzuziehen. Und das ist vielleicht der Grund, warum Blunoise jetzt nicht mehr so in aller Munde ist oder warum ich keine Anzeigen mehr mache. Weil ich mache einfach das Ding durch, wenn eine Band kommt, die geile Musik macht, die dazu passt und die ich nicht verstehe, wird einfach eine Platte gemacht und die kann dann meinetwegen 100 oder 1000 oder 10.000 verkauft werden, das ist nicht egal, ja, aber das macht die einfach wegen der Musik. Und das ist das Ding, was Blunoise nur noch so am Leben hält, weil davon gibt es noch genug Bands. Mhm. Also es gibt keine bessere Situation, als eine Platte zu machen, die finanzieren zu können, dadurch, dass es sich verkauft, und dann wieder eine Platte zu machen. Weil du mit jeder Platte bessere Sachen machst und schönere Musik und Musik, die einen selber angreift so und einen selber erreicht und vielleicht auch andere Leute erreicht. Aber da kannst du es immer nachvollziehen. Da weißt du ganz genau, das liegt jetzt daran, dass wir in Oldenburg gespielt haben, dass wir da 5 Platten verkauft haben. Das liegt nicht an 3 Meter großen Pendikelaufstellern im WOM, dass wir 28 Platten in Hamburg verkauft haben. Daran liegt es nicht, sondern es liegt allein an unserer Arbeit. Und das ist auch das Schöne. Also Blunoise macht alles so transparent. Wir wissen, wie viel das kostet, wir wissen, wie viel wir bezahlen müssen und wir wissen, wie viel verkauft wird, weil wir es selber verkaufen. Ganz einfach. Ladies and gentlemen, would you please welcome Mr. MC Schneider with the background vocals. Yeah, on his first tour to Germany with his blue hat. For the first time in Remscheid. Cool, Remscheid. Hm? Genau, ich war hier mit meiner ersten Schülerband vor 12 Jahren, 89. Damals hieß der Laden hier noch alte Kraftstation. Jetzt ist Frischfleisch da. Geil. Echt coole Sache. Okay. Don't call us, we call you. Bam, 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 bam. Ding ist, wie du vorhin auch sagtest, wenn ich irgendwie 14 Tage lang keine Musik gemacht habe, irgendwie, dann fehlt mir einfach definitiv im Leben irgendwas. Und ich weiß zwar nicht, ob ich das noch machen werde, wenn ich 50 bin oder so, weil ich immer gedacht habe, so mit 45 noch im Jugendzentrum in Backnang irgendwie zu stehen oder so, das ist schon krass von der Vorstellung und irgendwie vor der Bühne nur noch Menschen rumlaufen zu haben, die irgendwie wahrscheinlich meine Kinder irgendwie sein könnten, so tendenziell. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass interessante Musik trotzdem irgendwie ihren Platz auf dieser Welt haben wird und immer irgendwie haben oder immer haben sollte, und von daher so lange werde ich wahrscheinlich auch irgendwie Platten rausbringen. Der Letzte lässt das Licht an, lässt das Licht im Flur brennen, denn dann sieht man, wer nach Hause kommt. Also ich würde mal sagen, Blunoise ist eigentlich auch wenn die Anzahl der Veröffentlichungen in den letzten Jahren doch ein bisschen zurückgegangen ist, weil einfach der Guido sehr viel mit dem Studio zu tun hat, ist es immer noch eine echte Hausnummer. Also mich wundert das selbst manchmal ein bisschen, weil man, es wird einem ja selbst gar nicht so gewahr, was man jetzt irgendwie in Anführungsstrichen als Label für eine Bedeutung hat, aber es ist halt tatsächlich so, dass viele Leute das kennen und viele Leute also als neuen Veröffentlichungen regelrecht entgegenfiebern. Es sind nicht viel, es sind vielleicht 500, 600 Leute, aber immerhin würde ich sagen, ist schon eine interessante Sache. Also das Blunoise halt, also über fast 10 Jahre oder sind es jetzt mehr als 10 Jahre sogar von 94 angesehen, halt echt so den Namen, den guten Namen behalten hat und auch weiter vertiefen konnte. Was fällt dir eigentlich zur Person Guido Lucas ein? Ich finde, Guido ist Underground. Guido ist auch der Indie-Papst. Also der ist halt... was fällt mir zu Guido ein? Mit Guido macht es immer super Spaß zu arbeiten, mit Guido macht es super Spaß zu saufen, mit Guido macht es vor allen Dingen auch super Spaß auf Tour zu gehen. Und vor allen Dingen lernt man immer von Guido. Also ich meine, alles was ich gelernt habe, also gerade was Studio angeht, habe ich immer von Guido gelernt. Und wenn ich zum Beispiel nicht weiterkomme, dann rufe ich den Guido an oder schicke ihm eine SMS und schreibe Hilfe. Und dann ruft er an und sagt entweder, ich komme morgen vorbei und helfe dir, oder sagt, leck mich am Arsch, ich habe keine Zeit. Nee, aber zum Guido selbst ist halt, er ist ein Idealist und er macht seine Sache schon super und er soll halt weiter so machen. Kaffee? Gerne. Guido, was ist eigentlich dein Fazit nach 10 Jahren Blunoise Records? Na, Blunoise ist einfach eine Plattform für Künstler, für Musiker, für Bands, wo andere Leute sagen, okay, das ist zwar ganz gut und nett, aber das kauft keiner. Dann sage ich, okay, das ist mir dann nicht egal, aber dann kauft es eben keiner. Aber ich habe es halt gemacht. Und darauf kommt es mir an. Aber es soll eigentlich weitergehen wie bisher. Also ich möchte schon die Bands, die mich interessieren, mich auch herausfordern, musikalisch persönlich, weiter irgendwie veröffentlichen. Und das wird auch weiter so sein. Und wenn ich jetzt mal ein halbes Jahr lang keine Band finde, dann gibt es eben ein halbes Jahr lang keine Platte davon. Und irgendwann gibt es mal wieder Sachen. Dann gibt es mal wieder 3, 4 Scheiben. Ob das dann alle Leute in Deutschland mitkriegen, weiß ich nicht. Interessiert mich aber eigentlich auch jetzt nicht so sehr. Fazit, ich bin total stolz auf mich und was ich geschafft habe. Up to the